Der Aufruf der Initiative Zero Covid protestiert gegen die Fortsetzung einer Politik, die eine ungeheure Zahl an Toten und Erkrankten durch Covid-19 hinnimmt. Er kritisiert ein Scheitern der Strategie, die Pandemie zu kontrollieren, und fordert, dass Lockerungen erst dann in Erwägung gezogen werden, wenn die Zahl der Neuinfektionen gegen Null tendiert. Zur Erreichung dieses Ziels sei nicht nur der Privat- und Freizeitbereich restriktiv zu regulieren, sondern es müssten auch für einige Wochen die gesellschaftlich nicht dringend erforderlichen Bereiche, also Fabriken, Büros, Baustellen, Schulen, geschlossen werden. Was im Jahre 2020 nur von Außenseitern in konkret Jungle World Neues Deutschland im Buch Corona-Krise Kapital, erschienen bei Papirossa, oder auch von mir ins Feld geführt wurde, ist aus seinem Schattendasein befreit. Vielleicht beendet diese Tatsache die schreckliche Eindimensionalität der öffentlichen Debatte des vergangenen Jahres, in der auf der einen Seite Merkels warnende Vorsicht, auf der anderen die todbringenden Gegenpositionen von Hendrik Streeck, Jonas Schmidt-Schanner sieht, dem Chef der Kassenärztlichen Vereinigung und seinem sozialdarwinistischen Anhang aus diversen Verbänden der FDP und so weiter standen. Die Autoren des Zero-Covid-Aufrufes hielten es nicht für ratsam, die gesellschaftlich nicht dringend erforderlichen Sektoren der Wirtschaft genauer zu benennen. Ihr Papier ist dem Inhalt nach ein Staatsprogramm. Ein Maßnahmenpaket, das Staaten umsetzen sollen, wollen sie in der Pandemie richtig handeln. Aus diesem Rahmen fällt allerdings die Forderung, dass die Beschäftigten die Maßnahmen in den Betrieben selber gestalten und gemeinsam durchsetzen sollen. Das war im Falle der Schließung etwa von Theatern, Hotels oder Schwimmbädern nicht der Fall. Die Autoren und Autorinnen des Aufrufs wollen es sich anscheinend mit niemandem verscherzen, denn die zur Betriebsgemeinschaft verschweißten Lohnabhängigen der Automobilindustrie und ihre dem Co-Management verpflichteten Betriebsräte könnten ganz schön zornig werden, wenn man ihnen eine 8-wöchige Pause verordnet und damit der Konkurrenz einen Vorteil verschafft, womöglich Japanern. Sie waren schon ungehalten, als ihnen die Subventionierung der Verbrenner vorenthalten wurde. Ich verspreche, jede Demonstration zu unterstützen, auf der Arbeiterinnen erklären, dass sie sich der Gefährdung ihrer Gesundheit am Arbeitsplatz und auf dem Weg dorthin nicht länger aussetzen wollen. Ich fürchte aber, ich müsste nicht oft aus dem Haus. Die im Aufruf formulierte Ansprache an die Gewerkschaften, die erforderliche große und gemeinsame Pause zu organisieren, ist Lüge oder sitzt einer Illusion auf. Man muss nur das Abkommen zu den Arbeitsschutzregeln angesichts der Pandemie zwischen den Sozialpartnern zur Kenntnis nehmen, indem es heißt, soweit arbeitsbedingt die Abstandsregeln nicht eingehalten werden kann und technische Maßnahmen wie Abtrennung zwischen den Arbeitsplätzen nicht umsetzbar sind, müssen die Beschäftigten mindestens Mund-Nase-Bedeckung tragen. Ende Januar erreichte mich der Mitgliederrundbrief meiner Gewerkschaft Verdi, unterzeichnet von Repräsentanten und Repräsentantinnen der beiden sozialdemokratischen Parteien und der DKP beginnt er so. Mit Gesichtsmasken, Hände waschen und Abstand halten tragen wir unseren Teil zur Bekämpfung der Pandemie bei,
Leider führt das aktuell noch nicht zum gewünschten Erfolg. Gemeinsam und solidarisch werden wir weiter durch die Pandemie kommen. Wir trauern jetzt schon um viele Menschen, die wir verloren haben. Leider wird die Pandemie noch mehr Opfer fordern und wir wollen alles tun, um diese Zahl so gering wie möglich zu halten. Das ist der Sound des zukünftigen Gedenktags. Wir haben uns die Hände gewaschen und für die Toten, die wir pflichtgemäß betrauern, ist niemand verantwortlich. Der Zero-Covid-Aufruf nennt einen zentralen Bezugspunkt. Wir orientieren uns am internationalen Aufruf für die konsequente Eindämmung der Covid-19-Pandemie in Europa. Ergänzt werden müsse dieser Aufruf durch ein gesundheits- und sozialpolitisches Programm. Ich habe mich vergeblich bemüht, die extrem positive Bezugnahme der Zero-Covid-Kampagne auf die Initiative Contain Covid-19 nachzuvollziehen. Selbstverständlich weiß ich, dass die Wissenschaftlerinnen entschiedenere Maßnahmen fordern, um ein drastisches Ansteigen der Infektionszahlen zu verhindern, dass sie die Gefahren, die von den neuen Virusvarianten ausgehen, benennen und davor warnen, sich auf die schnelle Wirksamkeit des Impfens zu verlassen. Aber alle Einzelheiten ihres Konzepts stehen unter der Maxime, es müsse Vorteile für Gesundheit, Gesellschaft und die Wirtschaft bieten. Es ähnelt insofern den Stellungnahmen der vier außeruniversitären Institutionen, Fraunhofer und Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz- und Leibniz-Gemeinschaft, die eine vollständige Ausrottung des Virus für im Prinzip möglich halten, aber verwerfen, da dies eine zu große Schädigung der Wirtschaft mit sich bringen würde. Zu den Verfasserinnen und Verfassern des internationalen Aufrufs Contain Covid-19 zählen Melanie Brinkmann, Helmholtz-Institut, und Andreas Peichel, IFO-Institut. Aus der internationalen Initiative entstand der deutsche Ableger No-Covid, der ein schnelles Absinken der Infektionszahlen auf Null durch restriktive Maßnahmen verspricht. Das Konzept sieht grüne Zonen vor, die eine 7-Tage-Inzidenz von 10 mit ersten Lockerungen belohnen. Bei einer Inzidenz von 5 sollen weitere Lockerungen die Bevölkerung zum Durchhalten motivieren, bis die Infektionen gänzlich verschwunden sind und alle Restriktionen hinfällig werden. Brinkmann und Peichel hat sich allerlei akademische Prominenz hinzugesellt, etwa der Soziologe Heinz Bude, Michael Meyer-Hermann, Helmholtz-Institut, und als eine Art Sprecher der Initiative der Chef des IFO-Instituts Clement Füst. Das IFO-Institut hat sich, dies nur zur Erinnerung, in der Vergangenheit häufig besonders weit rechts von der Bundesregierung positioniert. Aufgefallen ist es zuletzt durch seinen Kampf für den Rauswurf Griechenlands aus der Eurozone oder seinen Einsatz gegen den Mindestlohn, der angeblich 900.000 Arbeitsplätze vernichten würde. So war zu erwarten, dass Füst nun betont, sein und seiner Mitstreiter Konzept wolle die relevanten Sektoren der Wirtschaft nicht schädigen. Da es mit hohen Fixkosten verbunden ist, große Fabriken zu schließen und später wieder zu öffnen, sollten insbesondere Sektoren mit sehr hoher Wertschöpfung pro Beschäftigten, insbesondere das produzierende Gewerbe, weiter produzieren dürfen. Unter diesen Voraussetzungen gilt,
dass Betriebe von Unternehmen des produzierenden Gewerbes geöffnet bleiben, selbst wenn sie nicht in einer grünen Zone sind, schreibt er. Hier ist die organische Zusammensetzung des Kapitals ausschlaggebend. Also der hohe Anteil der Anlagen und Maschinen im Verhältnis zur menschlichen Arbeitskraft. Dass solche Betriebe weiterlaufen, ist von großer Bedeutung fürs Exportgeschäft und die Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt. Wenn der Markenkern des Zero-Covid-Aufrufs die Schließung der nicht unbedingt nötigen Wirtschaftssektoren ist, ohne die die Pandemie nicht auszurotten sei, dann verhält er sich antagonistisch zu No-Covid und schlösse eigentlich eine positive Bezugnahme auf den internationalen Aufruf aus. Vielleicht hat hier die Sehnsucht nach Reputation gesiegt. Es scheint verfrüht, einzelne Forderungen zu kommentieren, die das gesellschaftlich solidarische Gestalten, das der Zero-Covid-Aufruf fordert, konkretisieren, es wird fleißig nachgearbeitet. Viele Inhalte der Initiative sind im alltäglichen Handgemenge unterstützenswert. Es handelt sich strukturell um eine Mischung aus Sofortprogrammen, das die Seuche besiegen soll, und Elementen eines Umbauprogramms, das aus der Krise eine bessere Welt entstehen lassen will, ein Türöffner zur ökosozialistischen Gesellschaft sein soll. Ich halte es für eine Gesellschaftskritik, die der Wahrheit verpflichtet ist, für geboten auszusprechen, dass eine Krise dieses Ausmaßes zwangsläufig mehr Armut, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit etc. zur Folge haben wird, dass sie auf die unteren Schichten abgewälzt werden wird und dass die Kämpfe und Kräfteverhältnisse nur das jeweilige Ausmaß, in dem dies geschieht, beeinflussen. Lüge wäre ohnehin die Behauptung, es sei ein solidarisches Gestalten möglich, das das Verhungern von Millionen mehr Menschen als im kapitalistischen Normalbetrieb verhindern könne. Oft scheint mir, manch wohlfeiler Satz wird geschrieben, ohne seine Implikationen zu bedenken. Das Profitstreben im Gesundheits- und Pflegebereich gefährdet die kollektive Gesundheit. Wer das ernst nimmt, müsste für die Abschaffung aller privaten Praxen der niedergelassenen Ärzteschaft optieren. Sind sie doch kleine, dem Profitstreben verpflichtete Einheiten? Oder schiebt die Zuneigung zum Mittelstand solchen Einsichten einen Riegel vor? Ähnlich verhält es sich mit dem Postulat, Impfstoffe sollten der privaten Profiterzielung entzogen werden, sie müssen der gesamten Menschheit gehören. Das hieße, dass reiche Länder auf eine rasche Impfung ihrer Staatsbürgerinnen verzichten, da in den armen Regionen und ihren sozialen Verhältnissen die Immunisierung noch dringlicher ist. In Deutschland werden ja derzeit alle Register des Wohlstandschauvinismus gezogen. Warum sind wir nicht Weltspitze beim Impfen? Begibt man sich erst einmal auf den Pfad des törichten Gedankens, dass in einer Welt, in der alles Ware ist, Spezielles keine sein soll, dann dürften Nahrungsmittel gewiss auch keine Ware sein. Kunst und Kultur nicht, die Natur nicht, der Mensch und die Erde nicht. Ende der Persiflage. Ich will nicht durch polemische Grobheiten vergessen machen, dass in der öffentlichen Debatte Zero-Covid die Stimme ist, der ich am relativ nächsten stehe. In der linken Debatte gilt meine Verachtung jenen, die die Gefährlichkeit des Virus systematisch leugnen, den Nachdenkseiten im Schulterschluss mit Ken Jebsen, den Hannes Hofbauers,
Knut Mellentins, die gemeinsam mit Nazis im demokratischen Widerstand ihren Dreck verbreiten. Den Clemens Henis und Peter Nowaks, die das Sterben der Alten bagatellisieren. Ich halte einen konsequenten Bruch, den es leider nicht gibt, mit diesen Leuten für geboten. Zurück zu Zero-Covid. Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden durch den Nachweis legitimiert, dass genug Geld da sei. Die umfassende Arbeitspause und alle solidarischen Maßnahmen müssen als problemlos finanzierbar definiert werden. Finanzierbar mit einer europaweiten Covid-Solidaritätsabgabe auf hohe Vermögen, Unternehmensgewinne, Finanztransaktionen und die höheren Einkommen. Man hört hier den Gewerkschaftssekretär in voller Lautstärke raus, der erst die Gewinnmarge seiner Sparte ermittelt, um dann den Kollegen mitzuteilen, wie hoch ihre Lohnforderung ausfallen dürfe. Bei Defiziten rät er, schmerzhafte Einschnitte zu akzeptieren, wegen der Kuh, die man... Ihr wisst schon. Immer müssen schwindelerregend Reiche existieren und jede Menge Transaktionen tätigen, damit der Finanzierungsplan aufgeht. Aber erst ein Bruch mit dieser Logik macht systemkritisches Denken möglich. Als ich angefragt wurde, ob ich zu den Erstunterzeichnern des Zero-Covid-Aufrufs gehören wolle, fand sich im Entwurf noch das Versprechen, mit den Maßnahmen wird es möglich sein, ein normales Alltagsleben wieder zu ermöglichen. Mein Vortrag zum Thema aus dem vergangenen Jahr in München trug den Titel Normalität, eine trostlose Hoffnung. Das geht wirklich nicht zusammen. Denn der Satz ist nun zwar gestrichen, aber die Botschaft ist im Aufruf implizit weiter enthalten. Gesellschaftskritik jedoch verachtet das normale Leben unter den Bedingungen der Kapitalakkumulation. Das normale Leben, von dem ärmeren Menschen im Durchschnitt 10 Jahre weniger zugeteilt sind, lässt sie in demokratischer Unfreiheit als Humankapital fungieren, als Unterworfene von Produktivität und Effektivität. Ihre Freizeit ist nicht Freiheit, sondern Spiegelung der marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Ihre Sprache ist ihnen geraubt und Zerstreuung statt Reflexion wird ihnen geboten. Die Schule sortiert sie in die gesellschaftlichen Hierarchien mit dem schrecklichen Werkzeug der gerechten Benotung. Ihre psychologische Betreuung hat das Funktionieren zum Ziel und setzt dieses mit Gesundheit gleich. Solche Aufzählung mag hohl klingen. Aber alle Bücher, die wichtig sind, denunzieren das normale Leben, handeln von seiner Tristesse, zeigen das Hässliche hinter dem Sentimentalen. Das normale Leben, ohne die Verwerfung großer Krisen zu verewigen, ist das Versprechen des linken Keynesianismus. Es ist uneinlösbar, weil es Krisen nur aufschieben kann um den Preis ihrer späteren, heftigeren Entladung. Aber selbst wenn es einlösbar wäre, bliebe der Antagonismus zwischen dem Keynesianismus und der Gesellschaftskritik, der Feinden des Positive Thinking, erhalten. Das normale Leben bedeutet außerdem Verstrickung in einen Zusammenhang von Produktion und Konsumgewohnheiten, die ursächlich die Zerstörung der äußeren Natur des Menschen befördert. Bemerkenswert ist es schon, wo wir doch alle im Laufe des letzten Jahres Autoren wie Rob Wallace oder Mike Davis gelesen haben, dass der Zero-Covid-Aufruf manch Kleinteiliges enthält. Soll ich wirklich die Gehälter der Amtsärzte in Deutschland für zu niedrig halten?
aber mit keinem Wort die Ursache der Pandemie, also das Vordringen industrieller Landwirtschaft in unberührte Natur und Massentierhaltung erwähnt. Eine zentrale Behauptung dieser Tage lautet doch, es handele sich bei der Pandemie um eine Naturkatastrophe, also um so etwas wie ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch oder den Einschlag eines Meteoriten. Jedenfalls um nichts, wie viele Klimaaktivisten es nennen, menschengemachtes. Besser, von der kapitalistischen Produktionsweise erzeugtes, das sich menschheitsgeschichtlich in unbekannten, aber sich verkürzenden Abständen wiederholen wird. Trifft aber zu, dass es sich bei der Pandemie um etwas Menschengemachtes handelt, wird zwar der Katastrophenplan, auch der solidarische, nicht überflüssig, aber er enthält eine ordentliche Portion Don Quixoterie. Analoges gilt für die Klimakrise. Dass diese Erkenntnis sich beißt mit dem Versprechen der Prolongierung des normalen Lebens, liegt auf der Hand. Die Autoren des Zero-Covid-Aufrufs haben sich entschieden, kein Wort über die Manifestation von Leichtfertigkeit, Ignoranz gegenüber dem eigenen Risiko, wovon das tägliche zur Arbeit gehen nur ein Teil ist, und der Gefährdung anderer zu verlieren. Die Kritik der Bedürfnisse, einer der wichtigsten Aspekte gesellschaftskritischen Forschens, ist verschwunden. Man wolle konzeptionell überzeugen, die noch Unwissenden informieren und Sozialistinnen und emanzipatorische Linke setzen auf die kollektive Einsicht und Lernfähigkeit der Menschen, schreiben Verena Kreilinger und Christian Zeller in Analyse und Kritik. Wer wagte, solcher Phrase zu widersprechen? Nun weiß jede Linke, dass es historische Situationen gab, in denen es an Information und Argumenten gegen das Krepieren nicht mangelte und ihre Verkünder dennoch einsam waren, wie etwa Rosa Luxemburg im August 1914. Heute kollidiert jede, auch nur humanistische Haltung mit dem Bewusstseinsstand der Mehrheit der Menschen, wie sie empirisch existieren. In ihren Haltungen und Bedürfnissen spiegeln sich marktwirtschaftliche, materielle Notwendigkeiten, die in die Lohnabhängigen eingewandert sind, sie hässlich machen. Das Diktat der Effizienz, das die Möglichkeit einer Humanisierung der Arbeit ausschließt, erfordert Entsagung und also Unterdrückung der lustvollen Triebe. Die Konkurrenz als Prinzip und der Gehorsam als Bedingung des noch so kleinen Aufstiegs produzieren Verachtung all jener, die den Anforderungen nicht gewachsen sind. Der Hass auf den Müßiggang und das Pochen auf seine Bestrafung, die männliche Selbstheroisierung, die die Tortur auszuhalten versteht und die Gefahrenmissachtung für eine Tugend sowie Ängstlichkeit für eine Charakterschwäche hält, hat im Verbund mit dem despotischen Zwang, seine Arbeitskraft zum Erhalt des Lebens verkaufen zu müssen, eine Transformation von Fremdzwang in Selbstzwang bewirkt. Die Geschichte der Lohnarbeit ist eine unendlichen Leids und sie ist eine Geschichte unverzeihlicher Taten der Lohnabhängigen, die sich etwa in der aktiven Teilnahme am Quälen der Zwangsarbeiter im Nationalsozialismus oder heute im proletarischen Rassismus und der Zustimmung zur todbringenden Verteidigung der Festung Europas manifestiert. Die Selbstverhärtung, oft nur noch empfinden zu können, wenn man sich Lebensgefahren aussetzt,
findet ein Ventil in der noch beliebteren Akzeptanz des Todes der anderen, was sich in der allgemeinen Gelassenheit angesichts alltäglicher Triage zeigt. Wenn der Transport von der Verwahranstalt der Alten ins Krankenhaus unterbleibt und der alles andere als wohlmeinende Rat erteilt wird, mit der Patientenverfügung zu Potte zu kommen, da irgendwann genug Runden gedreht sein müssen und das Gesundheitssystem nicht überlastet werden darf. Was sich hier als Dissens mit der Schamlosigkeit des glücklichen Bewusstseins nur andeuten kann, steht all den Ansagen einer bahnbrechenden Offensive, einer mindestens europäischen Massenbewegung mit Basisorganisationen in Betrieben und Stadtteilen und so weiter im Wege, wie es immer hieß. Es ist lästig und verdient, ignoriert zu werden, wie die traurige Gestalt des kritisch-solidarischen Fluchblattverteilers am Rande der Demonstration. Die Verkünder großer Offensiven, ob in jüngster Zeit aus Anlass des arabischen Frühlings, der griechischen Linksregierung, der Flüchtlingskrise, der Gelbwestenbewegung, der Klimaproteste oder der neuen Klassenpolitik, haben die ärgerliche Eigenschaft, die Reflexion des Scheiterns zu umgehen, indem eine kritische Auswertung durch das nächste, hegemonieversprechende Projekt verdrängt wird. Das macht es so schwer, sich der von Herbert Marcuse formulierten Maxime, beim Unzulänglichen zu bleiben, zu verpflichten. Für ihren Aufruf werbend schreiben Kreilinger und Zeller im AK: Eine inkonsequente Pandemiebekämpfung kostet die Länder langfristig mehr als ein kurzfristiger, effektiver Shutdown. Deshalb kämen die europäischen Staaten ihrer Rolle als ideeller Gesamtkapitalist, der für die Aufrechterhaltung der Akkumulationsbedingungen des gesamten Kapitals zu sorgen hat, nur noch eingeschränkt nach. Diese Behauptung, die ein kompletter Perspektivwechsel ist, erscheint bei der Lektüre des Buches Corona-Krise Kapital fast wie eine Marotte der Autoren, die ihre Vorschläge unbedingt als, auch zum Vorteil des Kapitals, anpreisen und Staaten ankreiden wollen, sie seien nicht mehr in der Lage, die grundlegenden Voraussetzungen für einen Verwertungsprozess, der den Anforderungen der Krise gerecht wird, zu schaffen. Es muss einen unheimlichen Stolz in Leuten befördern, die von Gesellschaft und Macht überhört sind, dem Staat sein Versagen am Maßstab seiner eigenen Funktion um die Ohren zu hauen. Jeder weiß, dass jeden Tag reichlich Kapitalverwertung gelingt. Diese wäre gefährdet, wenn ein Mangel an wahre Arbeitskraft eintrete, ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems geschehen würde, der die Reparatur des benötigten Humankapitals, also nicht der Alten, die Wert verzehren, ohne Mehrwert zu schaffen, verunmöglichte. Es ist gerade die Balance zwischen Restriktion und Lockerung, politisch inszeniert im Plauderton des demokratischen Diskurses, die die Loyalität zum Staat erhält und rational verhandelt, welcher Gewaltmonopolist mit den geringsten ökonomischen Verlusten aus der Krise hervorgehen wird. Das ist Ausdruck instrumenteller Vernunft inmitten eines verrückten Ganzen. Um die Welt zu verstehen, zu interpretieren, studiert Gesellschaftskritik auch das empirische Material, müht sich zu begreifen, warum die Zahl der Toten pro 100.000 Einwohner einerseits zwischen dem dänischen und dem schwedischen Weg so signifikant differiert und andererseits in den Vereinigten Staaten unter Donald Trump
die Zahl der Opfer nah an derjenigen in Frankreich ist, wo Emmanuel Macron den Krieg gegen das Virus propagierte. Sie erforscht auch, ob es überhaupt eine schlichte Kausalität zwischen der Zahl der Pandemietoten und dem Rückgang des Bruttosozialprodukts gibt und wenn nicht, welche Faktoren das bewirken. In Deutschland etwa leidet die industrielle Produktion heute keineswegs. Das Exportgeschäft, besonders nach China, boomt. Ungeachtet der Empirie muss man vor der Methode des Professor Füst vom IFO-Institut erschaudern. Er spricht sich gegen zu frühe Lockerung aus, weil er berechnet hat, dass sie keinen ökonomischen Vorteil bringen würden. Andere ökonomische Kennziffern hätten ihn zu anderen Schlüssen gebracht. Man muss das Graduelle nicht verachten. Der konkrete Einsatz für Reformen, die das Leben erleichtern, Notlindern, Menschenleben retten, das ist linker Alltag. Der sich allerdings nur legitimiert durch den Verzicht auf jeden Verweis auf die Nützlichkeit des jeweiligen Handelns für das bestehende Falsche. Jede Kalkulation, was etwa ein Geflüchteter als potenzielle Arbeitskraft, Steuer- und Rentenbeitragszahler einbringen würde, verbietet sich. Selbst wenn das Argument ein humanistisches Anliegen plausibilisieren soll, bewirkt es die Degradierung des Menschen zum Material. Es gibt kein Aufbegehren, keine intellektuelle oder praktische Rebellion, die nicht die Schädigung der Kapitalakkumulation implizierte. Die Rebellion sorgt sich prinzipiell nicht um die Stellung der eigenen Nationalökonomie auf dem Weltmarkt. Ohne einen Weg vom bestehenden Falschen zum möglichen Besseren zu kennen, weiß ich, dass seine ersten Schritte ein Ekel vor dem Funktionieren müssen, ein Impuls der Verweigerung, das große Rad des Selbstzwecks der Verwertung weiterdrehen zu müssen, zur Voraussetzung haben. Wenn es nicht gibt, was zu anderen Zeiten einmal aufschien und von Herbert Marcuse im Versuch über die Befreiung 1969 geschildert wurde. Also wenn es nicht gibt, was zu anderen Zeiten einmal aufschien, Zusammenbruch der Arbeitsdisziplin, Bummeln, Ungehorsam gegenüber den Regeln und Vorschriften, Akte willkürlicher Unbotmäßigkeit, Ausbreitung von Untüchtigkeit, Arbeitswiderstand, Verweigerung von Pflichterfüllung, Fahrlässigkeit und Gleichgültigkeit, wenn also die dysfunktionalen Faktoren abwesend sind, bleibt der Kritiker hilflos und findet, um es im heutigen Jargon auszudrücken, keinen Anknüpfungspunkt. Bescheiden, wie man notgedrungen geworden ist, erschien mir die Weigerung, angesichts der Gefahren durch das Virus zur Arbeit zu gehen, als Widerspruch. Schon wer sich nur eine Krankschreibung besorgte, träfe eine winzige Entscheidung, sich wichtiger zu nehmen als die Firma. Im Gegensatz zu dieser unzuversichtlichen Hoffnung steht das in allen Einzelheiten ausgeklügelte, im Namen von gebrauchswertorientierter Produktion verfasste Umbauprogramm. Meist handelt es sich um illusionären Realismus. Denn das Kapital hat Gründe, die Ratschläge nicht anzunehmen und die Arbeiter hören bestenfalls den Verfassern nicht zu und halten eher noch Schilder hoch, die von Selbstaufgabe künden. Wir sind Lufthansa. Kranich oder gar nicht. Die Autoren eines Umbauprogramms, wie Verena Kreilinger, Winfried Wolf und Christian Zeller,
es mit Corona-Krise-Kapital so bienenfleißig erarbeitet haben, versprechen den Rüstungsarbeitern die Fertigung sinnvoller Produkte, zum Beispiel auf dem Gebiet der Energiewende und Verkehrswende, den Automobilarbeitern einen Weg hin zu Produkten der Verkehrs- und Energiewende sowie der Gesundheitsvorsorge, nebst einer Garantie, dass Beschäftigte ihren Arbeitsplatz behalten. Während die Lohnabhängigen des Finanzsektors beruhigt werden mit der Formel, für sie müssen gesellschaftlich sinnvolle Arbeitsplätze in anderen Bereichen geschaffen werden. So betreten wir eine Welt mit viel Arbeit, aber ohne Kampf, Zerwürfnis, Unwägbarkeit, Kapitalflucht, Repression. So unrealistisch ein solches Programm auch ist, so manifest wohnt ihm die Tendenz zum Realismus, zur Akzeptanz des bloß Machbaren inne. Die Resultate kann man an Veteranen des linken Keynesianismus, aber auch an einigen jungen Vertretern und Vertreterinnen von Fridays for Future besichtigen, die schon auf dem Weg sind, dem Machbaren, etwa im Gewand eines Green New Deal, also der irrigen Annahme kapitalistischer Wachstumszwang sei mit Schonung der Umwelt vereinbar, in staatspolitischer Verantwortung zu dienen. Das wird monetär belohnt und mit vorzeitiger Vergreisung zum Politiker bestraft. PS: Die Brücke zum Realistischen ist oft die Akribie, mit der suggeriert wird, nicht abgehoben zu sein, sondern fürsorglich an alle und alles zu denken. Zitat: Lohnabhängige, die an ihren Arbeitsplätzen einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, dürfen früher wieder in Restaurants und Cafés, lese ich, und Arbeiterinnen, die auch in der Krise gemeinsam im Schichtbetrieb arbeiten, dürfen auch in ihrer Betriebssportgruppe zusammenkommen. Corona-Krise-Kapital. Hätte ich ein Hang zum Konstruktiven, würde ich das um die Forderung nach Angelscheinen für Spargelstecher und freien Eintritt zum Minigolf für bulgarische Fleischzerteiler ergänzen.